Karma Keys und Human Design und was ich persönlich davon halte. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute etwas über Karma Keys erzählen. Ich bin in letzter Zeit mehrmals danach gefragt worden, was Karma-Tore sind, was Karma-Keys sind und habe dann eben entsprechend recherchiert und mir das Ganze angeschaut, wobei ich eins noch vorweg schicken möchte. Ich gestehe, ich halte jetzt eigentlich nicht viel von den meisten gechannelten Botschaften, die ich bisher gehört oder gelesen habe. Ich weiß auch, Human Design ist quasi gechannelt. Und das hat mich zu Beginn auch eher abgeschreckt. Das heißt, als ich es kennenlernte, war das erste Mal so, okay, nein, will ich nicht. Es ist aber dann immer wieder in mein Leben gekommen und ich habe mir es dann angeschaut. Ich habe mir ein Chart machen lassen. Ich habe dann auch ein Reading machen lassen. Und da kamen so viele Dinge zur Sprache, von denen jetzt der Analytiker nichts wissen konnte und die aber im Chart eben in der Veranlagung schon zu sehen waren. Und das hat mich dann auch letztendlich überzeugt. Und natürlich auch, als ich dann zu arbeiten begonnen habe, damit auch die Erfahrungen und Erfolge, die ich mit anderen Menschen haben durfte in fast schon 1,5 Jahrzehnten. Doch kommen wir jetzt zu den Karma Keys. Die wurden gechannelt von Anja, welche du unter der Bezeichnung Phoenix Human Design auf Instagram findest. Ich kann jetzt nicht mehr zu ihr sagen, weil die Homepage, die ich damals, von der ich mir ihre Karma-Fibel runtergeladen habe, die geht im Moment nicht und auch die neue, die in der Biografie in Instagram verlinkt ist, geht nicht. Das heißt, ich weiß jetzt nur den Vornamen und dass sie Manifestorin ist, weil das eben in Instagram auf ihren Postings dabei steht. Aber zum Background, ich habe mir einige Sachen angeschaut. Sie kommt aus der Ecke der Heilarbeit mit Steinen und Ölen und hatte diese vorerst in ihre Arbeit mit Human Design einfließen lassen und dann eben diese Karma Keys gechannelt. Also sie sagt, sie hat in ihrer Arbeit eben, ist ihr dann aufgefallen, dass da immer Gleichmäßigkeiten sind und dann hat sie die gezielt gechannelt. Und man kann die eben in Büchern und Seminaren von ihr kaufen. Und sie hat eben auch eine Methode entwickelt, um damit Karma aufzulösen. Also nicht nur die Kenntnis von den Toren, um die es geht, sondern auch, es gibt dann auch noch weiterführende Literatur oder eben Seminare. Aus dem, was ich jetzt so auf Instagram von ihr gesehen habe, ist das, was sie als Karma beschreibt, sind für mich systemische Verstrickungen, die ich jetzt ohne großartigen Vielefanz auch lösen kann. Also nicht ich, sondern überhaupt die man lösen kann. Dazu habe ich auch schon 2006 mein erstes Buch veröffentlicht. Das heißt, ich werde das dann auch unten in der Beschreibung verlinken. Beziehungsweise werde ich dir auch den Blogbeitrag verlinken, wo ich grundsätzlich etwas zu Karma schreibe und was ich unter Karma verstehe und was ich davon halte. Das jetzt so als Background, kommen wir tatsächlich zu den Karma Keys. Und zwar, sie geht davon aus, dass das Definitionen sind, die auf beiden Seiten gleich sind, tortechnisch betrachtet. Also im Chart von Human Design. Das heißt, in meinem Fall wäre das jetzt die nördlichen und südlichen Mondknoten. Da ist links dasselbe Tor definiert als wie rechts, also bewusst und unbewusst die gleichen Tore. Und dann habe ich noch bei Neptun und Pluto auch jeweils die gleichen Tore, also nicht die gleichen Linien, aber die gleichen Tore. Das heißt, Anja sagt, wenn im Bewussten das im unbewussten Sein und in der bewussten Persönlichkeit das gleiche Tor definiert ist, ist das ein Hinweis auf irgendeine Karma-Geschichte. Allerdings geht es in der Karma-Fibel nur um Tore, die von den Planeten Uranus, Saturn, Neptun, Pluto definiert sind. Das heißt, die Mondknoten gehören dann nicht dazu. Und in meinem Fall sind das eben die Tore 28 ist das Risiko. Ich habe es definiert in der Linie 3 Abenteuerlust, in der Linie 1 Vorbereitung, beziehungsweise das Tor 59 ist Intimität.
Das habe ich jetzt eben definiert in der Linie 5 Verführung und in der Linie 2 Schüchternheit. Ich habe jetzt von Ihrer, also diese Bezeichnungen hier sind aus SIGTVGIS, aus der Software, mit der ich arbeite, und ich habe mir jetzt Ihre beiden Begrifflichkeiten zu den Toren rausgesucht, damit ich es auch jetzt für mich verifizieren kann, wie das bei mir passt. Und zwar das Tor 28 sagt, sie ist der Schlüssel des Narren und Betrügers und es geht in der Folge um Selbstbetrug und Clownsein für andere. Hat mich jetzt, wie ich es gelesen habe, habe ich mal gedacht, okay, passt jetzt überhaupt nicht zu mir. Es geht jetzt noch weiter, und zwar die Indikatoren, dass da Karma aufzulösen ist, ist nicht offen sprechen über Gefühle. Ja, trifft zu, wenn ich mir meine ersten, sagen wir jetzt mal, fast 50 Jahre meines Lebens anschaue. Ich konnte nie offen über Gefühle sprechen. Ich habe es nicht gelernt. Es wurde nicht praktiziert in unserer Familie. Und ja, war eben so. Das heißt, ich habe es erst während meiner Ehe dann mir angeeignet, dass ich auch über meine Gefühle sprechen kann. Zweiter Indikator wäre Überspielen und Weglachen der Sorgen und Probleme. Das passt jetzt überhaupt nicht für mich. Für andere der Clown sein ist jetzt noch viel abwegiger. Das war ich nie und das werde ich auch nie sein wollen. Den Hohn auf sich ziehen und sich immer wieder auslachen lassen, ist auch nicht unbedingt etwas, was ich leben würde. Zwei Gesichter haben und leben, da sage ich jetzt wieder ja, von wegen, ich war immer sogenannter People Pleaser, das heißt, ich wollte immer allen alles recht machen und habe mich selbst dadurch verstellt. Also jetzt nicht bewusst, sondern dadurch, dass ich mich zurückgenommen habe, habe ich eben nicht mich selbst gelebt, sondern mich immer selbst eingehalten. Also das mit zwei Gesichter haben und leben war auch irgendwann einmal Thema. Allerdings sich selbst anlügen über seine Leben und Träume, über sein Leben und Träume, Erfüllung, die man sucht, kann ich auch jetzt nicht bestätigen, weil ich war schon immer mein eigener schärfster Kritiker, meine eigene schärfste Kritikerin, die ganz genau weiß, was in meinem Leben läuft und auch wonach ich immer gesucht habe oder suche. Ich meine, ich suche nicht wirklich mehr was, aber wonach ich gesucht habe. Und ich habe doch immer gewusst, wonach ich suche. Kleinreden seiner eigenen Bedürfnisse würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Ich habe nie auf meine Bedürfnisse Rücksicht genommen. Also es war immer, mir waren die Bedürfnisse anderer Menschen immer wichtiger und ich habe auch als Bedürfnis, als Motivation in meiner Veranlagung. Das heißt, es ging zwar immer um Bedürfnisse, aber nie um meine. Also ich bin erst mit eben circa 50, hat mich mal wer gefragt und so, und was willst du eigentlich? Und ich bin so gestanden und habe gedacht, weiß ich nicht. Es hatte mich noch nie jemand gefragt. Das heißt, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mir zu überlegen, was ich überhaupt selbst will. Mir waren immer die anderen wichtiger. Und von daher, wie gesagt, die ersten 50 Jahre meines Lebens könnte es zutreffend gewesen sein, nicht über Gefühle spreche, zwei Gesichter haben, weil ich mich eben selbst immer zurückgenommen habe und eben das Kleinreden seiner eigenen Bedürfnisse, was ich nicht als Kleinreden bezeichnen würde, sondern eher als überhaupt nicht dran denken, dass ich auch Bedürfnisse haben könnte. Und dann gibt es noch einen Indikator zur Abgrenzung von der eigenen Tiefe durch Witze, schwarzen Humor und Selbstblamage. Das ist auch wieder jetzt überhaupt nicht meins, weil ich schon immer eben durch mein Tor 59 auch diese Intimität, dieses wirklich diese Nähe, dieses Reingehen in die Tiefe, nicht nur in die eigene Tiefe, sondern auch in die Tiefe anderer Menschen. Also das passt jetzt überhaupt nicht.
die Texte sind aus ihrer Kammerfibel, die eben damals so kostenlos herunterzuladen war. Zurzeit geht es nicht. Vielleicht, bis das Video online ist, vielleicht gehen dann die Seiten wieder. Dann findest du es eh auf Instagram in ihrer Biografie. Wenn ich jetzt das Tor 28 zusammenfasse, der Schlüssel des Narren und Betrügers, ich bin jetzt so, ich war es schon immer. Also das war nie Thema. Für andere, der Clown zu sein, war nie Thema, weil ich hasse Fasching. Also ich hasse ihn jetzt nicht wirklich, aber ich mag diese ganzen aufgesetzten Narren nicht, die jetzt glauben, nur weil jetzt Fasching ist, müssen wir jetzt einen auf lustig machen. Ich bin zwar bekennend verrückt und abnormal, aber nicht nur zu Fasching oder eben Karneval, sondern immer. Ich bin ich und ich lebe mein Leben. Wie gesagt, die ersten 50 Jahre meines Lebens nicht, aber seither schon. Und von daher, ich habe mich auch mal Hofnärrin des Kaisers genannt, aber diese Hofnärrin ist jetzt eher die Beraterin und die weise Alte, als das jetzt der Clown wäre. Also von daher, dieses Narr und Betrüger, ich meine, man könnte sagen, ich habe mich selbst betrogen, weil ich mich nie gelebt habe in den ersten 50 Jahren meines Lebens. Aber ich glaube, dass dieses hier jetzt Narren und Clown nicht unbedingt in die Richtung geht, wie ich es gelebt habe. Wie auch immer, es hat mich im Endeffekt nicht angesprochen. Ich habe jetzt wirklich mich bemüht, etwas zu finden, was eventuell gemeint sein könnte oder was eventuell bei mir passen könnte. Wenn wir uns das zweite Tor anschauen, das Tor 59, da geht es um die Verbannung der anderen Energie, Folgeversperren vor der männlichen, weiblichen Energie. Das ist jetzt auch ganz spannend, gerade in meinem Fall, da wir ein Indikator keine Akzeptanz des weiblichen, männlichen Prinzips, beziehungsweise die Verneinung dieser Anteile in sich. Ich nehme das dritte auch gleich noch dazu, Konfrontationen mit Menschen, die diese Energien im Übermaß ausleben. Also das wären jetzt so die Hauptindikatoren, beziehungsweise auch keine Identifizierung mit dem anderen Geschlecht. Und das ist jetzt ganz spannend, weil ich bin mit 42 draufgekommen, dass ich mich immer bemüht habe, meinem Vater ein guter Sohn zu sein. Das heißt, ich habe die ersten 42 Jahre meines Lebens eher meine männlichen Anteile exzessiv teilweise ausgelebt. Wobei bei mir ist eben exzessiv das richtige Stichwort. Also ich habe entweder meine männlichen Anteile exzessiv ausgelebt oder meine weiblichen. Von einer Verneinung oder einer Ablehnung kann nicht die Rede sein. Und diese keine Identifizierung passt auch nicht, weil ich hatte mich gerade eben identifiziert mit eben meinen männlichen Anteilen, wobei das auch bestimmte Ursachen hat. Mein ganz persönliches Resümee, also ich halte nicht unbedingt viel davon. Warum nicht? Es erinnert mich an die ganzen Reiki-Strömungen damals, Ende des vorigen Jahrtausends. Und auch zu Beginn des jetzigen Jahrtausends, alles, was da an Aufstellungstechniken gepumpt hat. Das heißt, sobald Reiki in aller Munde war, gab es dann auf einmal zig unterschiedliche Strömungen. Und auch als Bert Hellingers Familienaufstellungen bekannter wurden, entstanden dann zahlreiche Abwandlungen vom Original. Und bei mir stimmen jetzt zwar ab und zu einzelne Aussagen, diese Tore. Allerdings habe ich mir diese ganze Fibel durchgelesen und es gibt auch bei anderen Toren Dinge, die stimmen oder halt teilweise zutreffen und auch bei Toren, die ich nicht mal definiert habe. Und dann grundsätzlich eben das, was sie unter Karma als Karma bezeichnet und wo diese Schlüssel eben wirken, sind sie für mich systemische Verstrickungen.
Das hat in meiner Welt und in meiner Definition nichts mit Karma zu tun. Systemische Verstrickungen, Aufstellungsarbeit ist eben auch etwas, wo ich rauskomme. Also ich bin Aufstellungsleiterin und von daher, ja, man könnte es als Karma bezeichnen und das kann gelöst werden. Nur das kann auch ganz mit einfacher Ritualen auch gelöst werden in Bezug auf systemische Verstrickungen. Also, wenn du dich näher mit ihren Sachen beschäftigen möchtest, besorg dir ihre Kammerfibel. Wenn dir systemische Verstrickungen als Thematiken mehr zu sagen, ich werde dir das Buch Seelenheil unten verlinken. Das heißt, es ist, im Prinzip ist es wieder so mehrere Zugänge für das Gleiche. Nur wie gesagt, das so wie sie es aufbaut, ist jetzt nicht meins. Muss es auch nicht sein. Ich habe mir es angeschaut, ich habe für mich beschlossen, nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Mein Resümee, wer es braucht, wird sich's leisten. Ich sicher nicht. Also ich bin eher, ich bleibe bei meinen systemischen Verstrickungen und wie kann man die auflösen, ist für mich irgendwie greifbarer. Und diese Karma-Keys bezogen auf Human Design, du findest alles aktuell eben nur auf Instagram unter phoenix.humandesign, weil die dort verlinkte Seite ist aktuell nicht erreichbar. Also ich habe jetzt schon, es ist jetzt schon der dritte Tag, wo ich schaue. Die Seite gibt es nicht und die alte Seite, wo ich mir eben diese Karma-Fibel runtergeladen habe, die gibt es zurzeit auch nicht. Die ist auch nicht aktiv. Wie auch immer, es war heute ein kürzeres Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, schalte die Glocke ein und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.